Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gleich seht ihr ein Solo vs. Squads Gameplay, was ich gerade eben erspielt habe. War auf jeden Fall richtig cool, wie ich fand. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, es würde euch taugen, Leute. Die Tage kommt hier übrigens auf dem Kanal eine Überraschung, eine Serie, die mit Massi, Jam und Raptor höchstwahrscheinlich sein wird. Lasst euch auf jeden Fall überraschen, was es genau sein wird. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, okay, Bro, dann mach ich WhatsApp-Gruppe und dann reden wir einfach, okay? Okay, alles klar. Ciao, ciao. Alles klar, ja, ciao. Ciao. So, Leute. Massi hat mich gerade eben angerufen. Wir machen nämlich jetzt demnächst, vielleicht schon in ein paar Tagen, geht's los mit einer coolen Serie, Alter. Also Mini-Shiris gönnen. Danach können wir mal direkt die Gegner pushen. Ich würde aber ganz gerne noch eine andere Shotgun haben. Ich habe, glaube ich, die allerwackeste Shotgun von allen gerade bekommen. Da oben sind Gegner. Okay. Hier unten ist auch noch einer. Oh, fuck. Kommt hier einer runter? So, kurz chillen. Hier ist auf jeden Fall einer drinnen. So. Oh, fuck. Von wo schießt er mich an? Oh shit. Okay, haben wir ganz gut gelöst. Nochmal Mini-Shieldies. Let's go, Leute. 7 Mini-Shieldies. Einer kommt. Fuck, ich habe die eine Shotgun weggelegt. Ja, damit. Ich glaube, ich gehe erstmal ganz kurz nach oben, Freunde. Hier ist zwar niemand mehr. Einen habe ich noch draußen gehört. Jetzt nicht in eine Falle reinlaufen, das wäre belastend. Okay. Fuck, ich habe gar keine AR, Mann. Ich laufe hier gerade so ends confident nach oben. Ohne AR. Das war's noch schon wieder komplett. Okay, hier unten ist einer. Fuck. Komm, ich will den Kill, jawohl. Uiuiui. Schnell rein hier. Ich habe immer noch keine AR. Ist gar nicht so schlau, was ich mache. Hier müsste aber doch irgendwo eine AR rumgelegen haben, oder? Wir gönnen uns erstmal ganz schnell das Medikit, Leute. Dann laufen wir raus und holen uns eine AR. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet. Sehr gut. Oh, nochmal ein fetter Schildi. Geil, geil, Mann. Haben wir ganz gut gelöst, die Situation. So, irgendwo von hier habe ich noch Schüsse gehört. Da ist einer unten. Okay, sehr schön. Den pushen wir mal gleich. Hat er mich gesehen? Da ist einer im Haus. Oh, es sind noch sogar zwei verschiedene Teams.
Jawoll, Alter. Let's go, Mann. Ich wollte es richtig safe machen. 10 Kills haben wir schon. Oh, hier ist noch eine andere Shotgun. Eigentlich können wir auch bei Tilted noch ein bisschen bleiben. Sollten aber auch am besten hier oben auf den Berg gehen. Oh, da sind welche. Oh, fuck. Er aimt. Ich glaube, er spielt sogar solo. Nice. Er hat echt solo gespielt. Fresh. Okay. Gehen wir mal langsam Richtung Shifty Chefs. Vielleicht verbirgt sich ja da noch der ein oder andere Gegner. Oder wir können Richtung Greasy Groove eigentlich direkt laufen, weil ich glaube, dort in der Nähe wird die Zone enden. Wir haben noch ein Jump Pad. Was haben wir noch? Lagerfeuer. Oh, Lagerfeuer. Gönnen wir uns mal jetzt auf Gönnungsbasis, damit wir 200 Leben haben. Macht aber echt mal wieder Bock, hier Fortnite zu spielen, Alter. Ich habe ja die letzten Wochen so gut wie gar nicht gespielt. Nur ab und zu mal so auf Aufnahme mit ein paar Freunden. Aber jetzt in den letzten 14 Tagen eigentlich gar nicht mehr. Okay, ich höre Schüsse, Leute. Hier hinterm Berg. Jetzt müssen wir uns gefasst machen. Boah, hat der viele gerade geholt, Alter. Kann sein, dass er solo spielt. Ja, da höre ich einiges. Fuck. Der ist hier drin im Haus. Da oben ist auch noch eine Base. Da ist ein Jump Pad. Können wir eigentlich auch usen. Fuck, er geht ins Haus, oder? Sollen wir da hinfliegen oder was? Fuck. Komm, 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 komm her, komm her. Ich bild mich schon irgendwo hier gegen ein. Ich glaube, Leute, ich gönne mir die andere Position hier oben. Die gehen immer ins Haus rein, Alter, wenn ich gerade auf die schießen will. Nein, bleib doch da. Komm, komm, komm. Komm her. Jetzt reicht's mir gleich, ne? Okay, die bauen sich da ein. Es werden jetzt auf jeden Fall gleich noch andere Teams hierher kommen. Muss aufpassen, dass niemand von hinten mich pusht. Hier drin hat sich einer eingebaut. Hey, Bug, Bug, Bug. Er zückt die Sniper nicht, Digga. Lol, lol, was ist das, Digga? Leute, ich kann die Waffen nicht wechseln. Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Boah. Hinter habe ich auch noch ein paar... Ah, da läuft einer. Bleib stehen, Digga. Jawohl. Okay, Leute. Wir spielen jetzt Reckless, mir egal. Oh mein Gott. Boah, ich hab fast gechoked, ne? Fast gechoked. Ist hier noch irgendwo ein fetter Schildi? Ich hab
irgendwie das Gefühl, die werden mich gleich vom Berg irgendwo beobachten. Wobei, wir sind außerhalb der Zone. Das ist sogar ganz gut, weil ich will mich so außen an der Zone entlang bewegen. Oh Gott. Okay, da ist noch ein Medikit, nochmal Mini-Schildis. Chuck Chuck, okay. Ah, das Chuck Chuck jetzt nicht zu gehören, würde nicht so viel Sinn machen. Es würde eigentlich auch nicht so viel Sinn machen, das mitzunehmen, ne? Fuck, Leute, hier ist ein Gegner. Er ist down. Aber er war noch niedergestreckt. Das bereitet mir gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Wo ist denn sein Mate? Okay, Leute, wir gönnen uns mal schnell das Chuck-Chuck für 200% Leben. Weil einen fetten Schild habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Danach nehmen wir noch die Mini-Schildis mit. Das war echt eine geile Runde, Alter. 15 Kills haben wir. Neun Mini-Schildis haben wir jetzt auch wieder. Kurz nachher mit den Shotguns. Zone kommt auch so langsam. Oh, hier ist noch ein Schlürfi. Hm. Da ist auch noch Mini-Schildis. Was habe ich jetzt weggelegt? Alter, Quatsch. Was habe ich denn weggelegt? Ach ja, die AR. Belasten, dass ich noch keine Scar oder so habe. Okay, dann laufen wir mal langsam Richtung Zone, Freunde. Da oben ist mein Jump-Pad noch. Ich glaube, ich könnte sogar das Jump-Pad noch einmal benutzen. Das machen wir jetzt auch. Wir haben auch ganz gute Ressourcen. Munition brauche ich mir auch gar keine Sorgen machen. Okay, da schießen auf jeden Fall einige. Oh, fuck. Da sind echt viele Gegner. Ich glaube, es war vielleicht nicht ganz so schlau, gerade zu schießen. Fuck. Ich wollte einen versuchen zu snipen. Okay, Leute, wir haben leider keinen Raketwerfer. Müssen die irgendwie anders rapen? Sind halt leider zu viert, also müssen wir jetzt schon huge gehen. Ah, verdammt, die sind auch jetzt noch, auch noch in der Zone. Die werden sich jetzt safe gleich eine Base bauen. Da ist noch ein Loot Drop, vielleicht sollten wir uns den gönnen, weil wenn wir so Raketwerfer jetzt kriegen, dann wäre das richtig big. Ich glaube, das machen wir jetzt auch, Safe Call. Ich glaube, ich einen noch beim Bus gesehen, kann es sein? Ja. Oh mein Gott. Gar keinen Bock, jetzt gesniped zu werden. Ich weiß auch nicht, ob die mich jetzt pushen werden. Also, wenn sie reckless sind, pushen sie mich. Wenn sie auf Sneaky spielen, dann werden sie jetzt einfach in der Zone bleiben. Ah, ich kann hier nicht zubauen. Goldene Snipe. Wobei, die sind gar nicht in der Zone, ne? Hier ist doch die Zone. Könnten jetzt jeden Moment hier von rechts kommen. Oder von da drüben. Okay, jetzt sind wir in der Zone. Ich glaube, wir sollten uns einmal eine Base bauen, Freunde. Aber mal schleunigst's. Ja, Mann, hier oben eine Base einfach jetzt. Shit. Keine Scar, kein Raketwerfer belasten. Schießen die auf mich? Ich weiß es gerade nicht.
Nein! Sniper-Schuss kassiert, von wo denn, Digga? Ich wollte gerade den einen abknallen, weil ich den anderen versucht hat zu reviven. Shit, Leute. Ah, das habe ich nicht so gut gelöst. Ist halt natürlich auch Pech, dass ich da genau einen Sniper-Schuss auch noch kassiere, ne? Verdammt, Alter. Der eine Typ hat sich hochgebaut. Ich hätte mich höchstens einsperren können, aber ich wollte die Gelegenheit nutzen, dass ein niedergestreckt war. Egal, Leute, war auf jeden Fall trotzdem ein cooles Gameplay, wie ich fand. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann die Tage bei einem neuen Video. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Und der gewinnt dann so easy das Game, gell? Mit 11 Kills. Okay, also Leute, haut rein.